Alter, was geht ab, Leute? Ich habe hier einen Käfer gefangen. Sehr wichtig, weil ich hatte die Käferquest und hier ist noch eine Käferquest. Deswegen muss ich unbedingt einen Käfer fangen. Den Kader. Immer noch kein Glücksdenkader. Mein bestes Denkader bisher 96. Weichen ist er noch da, aber nicht mehr allzu lang. Also schnappt euch noch welche, sammelt die und tauscht die mir, damit ich einen Lucky den Kader bekomme. So, aber dadurch, dass ich die Quest hier erfüllt habe, ich check erstmal hier, was hier ist. Brauche ich nicht. Der Stop hier, der hat noch einen Kader-Quest, aber Bam! Und Sinnerstein. Manche meinen, das ist nicht garantiert, aber ich habe noch von keinem gehört, der keinen bekommen hat. Also ich weiß nicht, ob das so nicht garantiert ist. Ninja Tom. Ich habe gestern auf YouTube gefragt, was soll ich entwickeln heute mit dem Sinnerstein? Die meisten haben gesagt, entweder Electek oder Sneeble. Und ich denke, ich werde mal. Ich denke, ich werde Electek entwickeln. Prozent. Ich erinnere mich noch genau an den. Ich habe gechillt, ich habe Eis gegessen zu Hause. Und dann kam der rein. Ich habe das Eis stehen gelassen und bin dahin gelaufen. IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Bam. Ille Voltec. Bisher nur einmal die Woche durch den Durchbruch. Also wird es doch bisher ein bisschen leidend, alle zu bekommen. Schreibt unten in die Kommentare, welche zwei ihr bisher schon entwickelt habt. Oder vielleicht auch nur einen, keine Ahnung, wie viele ihr habt. Bam. Ille Voltec. Ich hole mir jetzt die Quest ab und dann habe ich noch drei Deoxys X-Rays. So, X-Ray Nummer 1. Und das Geile ist, die X-Rays zählen für die Meltan-Quest. Und ich mache heute drei. Das heißt schon mal drei extra für die Meltan-Quest. Richtiger Ganove. So, los geht's. Ich habe mal die Gengars nach vorne getan, weil wir so viele sind. Dass ich einfach viel Schaden am Anfang mache. Und 1766. 18 irgendwas, knapp über 18 war es, glaube ich. Ja, mal schauen. Ja, ladet her. 15 Hypertränke. 16.
drin. So, X-Ray Nummer 2. Es gibt noch ein paar Uneinigkeiten, wann wir anfangen. Ich glaube, wir gehen direkt rein. Eingeladen von unserem Kollegen Tufkas. Shoutout an ihn. Und 7. von 10 Raids für die Quest, Meltan Quest. Aber Meltan habe ich schon gemacht, geholt mit der Meltan Box durch Let's Go Evoli. Check das Video nochmal ab. Ja. Unser Team: 3 Gengar, 2 Mewtwo. Genau wie vorhin. So. Ich bin bereit. Los geht's. Machen wir den schnell. Was heißt schnell? Wir haben noch einen, aber erst um 17:30, 1,5 Stunden bis dahin. Kein Stress hier. Und danach muss ich euch noch ein bisschen was erzählen zu den Entwicklungen. Ich habe ja jetzt einfach so Electric entwickelt, aber ich muss euch ja noch sagen, wieso und was da alles so gut ist. Aber erstmal gönnen wir uns ein 100er Deoxys. Ich meine, 96 plus reicht mir. Nein, nicht die Burger. Immer schön die Bonbons sammeln. Der hat 4 Formen. Wir werden wahrscheinlich jede Form einmal Max pushen. Dementsprechend jedes Bonbon zählt. Nummer 2. Okay, letzter Kampf für heute. Deoxys Nummer 3. Ciao Gengar. Einfach nur Ciao Gengar. Einfach nur Ciao. Gott, ich sehe einen Stolos da im Hintergrund. Nicht Stolos, Bruder. Und jetzt Stalos. Stolos und Stalos. Und Rizagos, oh mein Gott.
Und komm, ein Spukball noch. Bam. Komm, ein bisschen Magic jetzt. 18:06, glaube ich. Oh mein Gott. Ey, das muss doch der schlechteste sein. Alter. Eia. Ey, das ist doch der schlechteste, der geht. Garantiert. Junge. Er wärmt sich. Ich habe gar nicht mehr so viele silberne Ananas. Vielleicht sollte ich anfangen, normale Ananas zu werfen. Vor allem bei so vielen Bällen. Boom. Nummer 3. Wir sind wieder zu Hause. Die Deoxys X-Rays sind vorbei. Ich wollte noch die ganze Weiterentwicklung besprechen. Ja, und was so die besten Angreifer-Pokémon sind für den Sinnohstein. Ist eigentlich ein größeres Thema. Also falls euch das interessiert, die ganzen Details und so. Unten in der Beschreibung ist ein Link zu dem Artikel. Könnt ihr euch dann genauer durchlesen. Aber im Grunde genommen, Elevoltec, Roserade, Snibuna und Gihonio, das sind so die Top 4. Dann Tier 2, Sachen, die okay sind, aber es einfach bessere gibt. Mark Brandt, Kram Chef, Togekiss und Traunmagier. Und Sachen, die echt nur für den Pokédex da sind. Pokégon Z, Weiterentwicklung von Skogler und Weiterentwicklung von Zwielicht. Aber mein Abschlusswort, ihr könnt entwickeln, was ihr wollt. Wenn ihr irgendwelche Shinies oder Lucky Pokémon habt oder 100er, entwickelt auf jeden Fall die zuerst. Irgendwann kriegen alle den Stein. Wir kriegen den Stein öfters und dann können wir alles entwickeln, was wir wollen. Wir wissen, bei Niantic ist nicht selten. Also das war's erstmal von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, wie es bei euren Deoxys X-Rays lief. Habt ihr einen guten bekommen oder habt ihr so gelitten wie ich? Aber wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist das Business.